Seit 38 Jahren baut Mercedes die G-Klasse. Sie hat sich als robuster und nobler Arbeitswagen bewährt. Doch nun setzen die Stuttgarter ihr die Krone auf. Anfang März feiert der Mercedes G650 Landaulet Premiere. Der vorne geschlossene und hinten mit Cabrio-Verdeck ausgestattete Brummer ist dann der wohl exklusivste offene Geländewagen der Welt. Seine Daten sind respekteinflößend. Ein 6-Liter 12-Zylinder-Motor mit 630 PS bringen das 5,40 Meter lange und 3,3 Tonnen schwere Gefährt in 6 Sekunden auf Tempo 100. Das Verdeck öffnet sich in 30 Sekunden. Und egal, ob man aufrecht steht oder in den luxuriösen Maybach-Sesseln entspannt. Beim Blick nach draußen fühlt man sich so nobel wie der Papst oder die Queen. Fest steht, bei einer Fotosafari mit Ausblicken auf die wilden Tiere Afrikas ist man im G-Klasse Landaulet jedenfalls privilegiert wie selten. Denn nur 99 Stück werden gebaut. Der Preis für das Maximum an Prestige? Rund 500.000 Euro.